Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. Hallo und herzlich willkommen zum Staffelfinale von Let's Play. Kommt in die falsche Kamera. Let's Play Sims 4. Kommt in die richtige Kamera, hallo. Ja, wir gehen dem Ende steil entgegen. Und wir haben gerade erfahren, vielleicht kriegen wir noch einen Kill. Geh mal, zoom mal bitte hinter das Haus, also einfach nur gerade weitergehen. Da ist, noch weiter? Was ist das? Das ist eine Schatztruhe. Ja, was ist das? Diamanten. Minecraft-Feeling. Du musst das sammeln. Ja, echt? Wie die Schatztruhe sehen. Was ist in der Schatztruhe? Ich will auch die Schatztruhe. Dann nimm doch beides mit Bonzo. Ja, Bonzo geht auf Entdeckerjagd. Und das Ganze macht er aber in seinem. In der Abendkleidung. Er will so ein bisschen. Oh, schön mit Badelatschen und Socken. Jawohl, Elvis lebt. So, jetzt mach mal beides. Graben. Und danach. Genau. Frösche suchen, ernsthaft? Mach einfach. Er ist ein Schlafwandler. Meinst du? Ist Miller auch bald wieder wach? Nicht, dass Steve einfach abhaut. Nee, eben. Ja, Melle muss auch. Melle hat gar keinen Beruf, ne? Nee, die Schülerin. Die ist ja auch Mutter. Stimmt, Mutter, Lars, brauchen wir nicht. Aber du kannst mal in die Pipeline schon mal machen, hier den Heiratsantrag. Am frühen Morgen. Ich kann dich nur aufwecken. Okay, dann lass. Aber wir gucken erstmal, was der Verrückte da macht. In seiner. Und was war? Wir gucken. Kristall gefunden, ein Zitrin. Geil. Das ist ein Jewel Crafting. Das hier. Achso, das ist keine Schatztruhe, das ist ein Baumstamm. Deswegen kann man da auch keine Frösche suchen, sondern eher nur Frösche suchen. Aber warum man in so einem Baumstamm Frösche sucht, weiß ich auch nicht. Wird da nie reingreifen. Hat er was? Er hat einen Blattfrosch? Ein Frosch! Kann kannst du das Aquarium reinmachen? Ey, warte mal, was ist das denn hier? Blumen. Ja. Machen wir jetzt Berufe wie in WoW oder was ist das jetzt? Scheint so, ne? Kräuterkunde? Ja. Kann aber einen Heiltrank brauen. Ey, da sind noch mehr. Graben. Alter, der muss zocken, der soll nicht graben. Aber das ist doch gerade super witzig. Ich finde Daniel absolut recht. Ja, okay, er macht noch die Runde fertig. Ja, ist klar. Und dann einfach bei Nachbarn ins Haus. Ich würde ihn ja mehr zu Just Network VG schicken, ne? Hauptsache, geht er mal hin und hat irgendwas nach. Inventar. Blattfrosch, den kannst du irgendwo hinstellen. Wie cool ist das? Den kannst du auf seinen Freistoß stellen, vor allen Dingen. Nimm jetzt die komische Statue da weg, mach da über den Blattfrosch. Nein, die Statue ist aber super cool. Die Lampe muss aber auch da bleiben. Eine Lampe. Können wir vielleicht einen nach hinten packen? Oh nein. Ich glaube, oh, da hängt noch so ein scheiß Buch. Ja, da hinten. Hat wahrscheinlich was ist das? Hingelegt. Wann habe ich das da hingelegt? Was ist Wand das? Entfernen, super. Will ich doch gar nicht. Wie lange schlafen die eigentlich? Kannst du mich mal vorspulen? Ich würde jetzt einen Heiratsantrag sehen. Ja, ich auch, danke. Ja, das hat wahrscheinlich nicht so viel gebracht. Nee, gar nicht eigentlich. So. Aber so kann es vielleicht passen. Und wenn wir jetzt. Ich bin mal gespannt. Wieso sollte man so einen Frosch denn platzieren können? Irgendwie weiß ich nicht. Und noch holt er hier. Ja, das ist ja richtig mit dem Aquarium, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt da hinten. Hat eine Kapsel ausgegraben. Jetzt hast du den Blattfrosch da hingelegt. Achso, Franco und sein Team führen eine routinemäßige Durchsuchung nach Keller. Schmuggelware durch. Für Keller. Warte doch mal. Als nur noch zwei Räume des Hauses zu durchsuchen sind, kehrt der Verdächtige früher als erwartet zurück. Franco muss entscheiden, ob sie den Keller oder einen Dachboden durchsuchen. Doch für beides reicht die Zeit nicht. Was ist er? Schmuggelware. Hast du Schmuggelware echt im Keller? Ja. Ja? Ja. Oder Dachboden? Ich würde auch im Keller suchen. Okay. Im Dachboden ist eher so das Meth-Labor. Richtig. Apropos, ich gucke gerade auch Breaking Bad übrigens. Der Gegenstand, nach dem sie suchen, ist einfach nicht zu finden. So, jetzt mach ich den Laubfrosch auf deinen. Ja, Bonzo muss erstmal nach Hause. Bist du langsam? So, Bonzo schmeißt erstmal hier das Buch weglegen. Ja, geil, es passt. Kann man dem Frosch einen Namen geben? Rudi der Goldfisch? Nö, nur ansehen. Aber das mag er ja. Ein schöner Frosch. Was ist denn sonst noch da? Ach, der hat ein bisschen creepy eyes, der Frosch. Nee, der ist der Frosch nicht. Was ist denn dieses Feuerding da? Ah, okay. Aber den kann man doch bestimmt auch.
Sind die ja nicht wach? Man kann es auch übertreiben, ey. Der Stein ist weg. Ja. Nö, ihr schlaft noch. Ihr hattet heftig Sex und so. Ach. So, lass ihn zocken einfach. Nein, er irgendwer ist ja auch mit der Nacht aufgestanden und hat Kekse gebacken. Hä, guck mal. Hexkekse. Nix, einfach wieder weg. Komm, scheiß drauf. Nein, ich will den haben. Ich will den da jetzt hinbauen. Dieser Frosch nervt voll beim Zocken. Er steht dir nicht auf deinem Schreibtisch. Georat wegen Probe anrufen. Das wertvoll ist vielleicht. Machen wir. Papa, lass ihn einfach zocken. Vielleicht kriegen die so richtig Cash durch so einen Stein. Ja, ist echt so. Ja, kriegst du. Vergiss aber nicht auf Melle zu achten. Nee, geht gleich weiter. Er soll zocken, ne? Ja, klar, Mann. Der Steine auch verkaufen, ne? Ich bin wach und ich bin voll creepy. Ich beobachte sie beim Schlafen. Hallo, Melanie. Ich hab dich heute verführt. Papa, steh auf! Nein, Papa, das hast du mit Absicht gemacht. Na, ich hol dich gleich ab. Du kannst mir die Trauer sein, ey. Ich hol dich gleich ab wieder. Wie du? Also. Warum wächst du? Oh, Mann, ich bin Melle. Los, ey. Hey, hey, hey. Außerdem ist Melle noch sehr müde und ist schwanger. Zitrin besteht zum Großteil aus Ozinat, erhält jedoch auch ein wenig Platin. Ja, zockt er wieder. Und der Frosch guckt zu, das ist romantisch. Ich finde die Statue muss weg. Oh, okay. Zu voll, Papa. Es ist zu die voll. Statue? Ja. Wollen wir da sonst einen zweiten Tisch mal hinstellen? Oder einfach einen größeren Tisch. Aber Papa, die Frage ist, wollen wir die jetzt mit sowas vergeuden, die Zeit, die wir noch haben? Ich wollte gerade sagen, warum stell ich da einen Tisch hin, um da Scheiße drauf zu stellen? Das ja, eben. Das ist ein schöner Deko. Aber ja, der Frosch, aber das ist, ihm der Frosch ist der Hammer. Ich finde den Frosch toll. Tag. Okay, aber den finde ich... Genau, einfach auf die Dings, genau. Super, dann haben die eine gute Atmosphäre im Bett. DJ Candy ist unser Haus. Moin, den Frosch da ein bisschen nach hinten, bitte. Komm, stell den Stein da auch und stell einfach alles dahin. Oh nein. Jawohl, was ist das? Ist das Kacke? Nee, das ist... harte Kacke. Was ist das? Eine Blume, 10 Stück. Aha. Aber hier ist noch die mystische Kapsel. Oh, die muss man mal aufmachen. Die sieht ein bisschen so... Mach die mal auf. Mach die mal auf. Leg die mal hin, mach die auf, kommt eine Explosion raus. Das passiert, glaube ich, echt. Das wäre richtig kacke, wäre das Haus im Arsch. Hast du es jetzt verkauft? Oder warum gab es da 10 Dollar gerade? Er hat sie einfach... Hat eine My Sims-Trophäe gefunden. Eine Dr. F. Da! Nein, guck mal da unten, da ist noch so eine coole Figur. Kein Platz mehr. Da ist ne, den hässlichen Stein cool weg. Wie cool ist der denn? Nimm den hässlichen Stein weg und stell den daneben. Sieht aus wie ein Kuhfler. Hä, der hat auch eine emotionale Aura. Cool. Und da freut er sich. Emotionale Aura aktivieren, emotionale Aura aktivieren. Und jetzt den Frosch noch ein bisschen nach hinten. Ja, perfekt. Geht nicht. Doch, geht. Das ist aber nicht weiter nach hinten. Doch. Blickblock war ja auch sein Lieblingsspiel, ne? Ja, ja. Vielleicht können wir mal ein Turnier gewinnen zum Abschluss. Elephant. Alter, ey, ich hab die aber auch hart rangenommen, ich meine, das verstehe ich. Was hast du? Ihr müsst den ja spielen lassen und keine Turniere für die Aufstiegschancen in seiner Karriere. Ja, eben. Stimmt, genau. Hat sie recht. Wir wollen ja, dass er noch ein Streamer wird hier. Ja, auf jeden. So. Wie lange schläfst du eigentlich? Nee, ich bin schon weg. Nee, wie lange schläft sie eigentlich? Okay, sie ist schwanger, na gut. So, mit Hunger. Sie muss mal essen. Ja, und muss pullern. Pullern und essen. Pullern und essen. Da gibt es doch direkt nochmal einen Keks heute Morgen. Und danach Lulu machen. Und das Waschbecken schrubben. Die oh, die ist schon schwach. Was ist das denn? Nö, jetzt will ich nicht mehr mit. Doch, komm. Ey, das geht aber schnell, du. Da sieht man mal, du. 9 Monate in 2 Tagen. Sieht auch scheiße aus. Na gut. Nice. Ich glaube nicht, dass das Baby ist, sondern die Menge an Ejakulat, dass ich losgeworden bin. Oh, Gott. Ja, vorgekommen. Ich will wissen, was man mit diesem Tisch machen kann, ne? Nix! Ja, aber vielleicht steht da auch ein Deko! Nee, glaube ich nicht. Sie fühlt sich unwohl, das heißt, sie reiht gleich wieder. Muss pieseln drehen. Ja, aber sie ist doch gerade noch. Ja, dann lass sie doch pieseln. Ja, da habe ich doch danach schon, hast du schon in der Timeline. Hast du eine Timeline? Essen, 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 essen. Und danach würde ich sagen, den Stevenio anrufen. Pi, 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 pi. Irgendwie ist sie trotzdem süß, auch wenn sie jetzt moppelig ist. Hallo. Ich bin verliebt. Ich sag's, wie es ist. Jawohl. Und fürs frische Gefühl. Und zu ihnen anrufen. Das macht sie danach. Ich glaube, du kennst mir die Trauma. Nein! Das ist ein komisches Gefühl. Oh nein. Oh, Frauen. Bonze muss ran, das weißt du, ne? Ja. Er fühlt sich unwohl. Warum? Weil er Hunger hat. Ja. Reparieren.
Drivern? Nö. Kann ich ne? Hallo Ponzo, hat sie gesagt. Moin. Sie hat immer noch Hunger. Ja, sie ist schwanger. Sie isst ja auch immer nur ein Käse. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Essen? Knoblauchnudeln. Können Sie nicht zum Essen vielleicht dann noch Steve einladen oder so? Geile Idee! Ja, stimmt, okay, ich lade dich erst ein und dann. Geil! Können Sie nicht so anrufen oder so? Komm mal hier. Guck mal, sie ist auch mit. Habt ihr eigentlich auch einen Schwangerschaftstest gemacht? Ja, hat sie sofort danach selbstständig gemacht. Hat sie schön drauf gepinkelt. Das ist gar nicht so doof. Aber Svenja, kannst du vorbeikommen? Hat sie sich eigentlich gefreut, dass sie schwanger ist? Ja, und wir haben ja auch alle gratuliert. Alle? Ja, ich glaube, selbst Bonsor hat gratuliert. Selbst Bonsor, wohl abzocken. Ja. So, und für dich hat sie sich jetzt was ganz Besonderes. Was machst du von Pasta Primavera, bitte. Einmal. Okay. Eine Familiengröße, ne? So schön. Vier Stück reicht das. Ja, ja, ja. Sie hat auch schön gekocht, als... Als sie schwanger geworden war? Oder als sie im Geburtstagsfeier war? Ey, du bist da. Ja, klar. Gott sei Dank. Feinschmecker hat sie jetzt, ist jetzt Melle. Boah, die kann gut kochen, geil. Steve kann jetzt, glaube ich, auch ihren Bauch streicheln. Oh, ich möchte bitte ihren Bauch streicheln. Packen. Ja, bist du so ein kleiner Romantiker? Ja, ja, klar. Okay. So. Warum ist Melle denn so rot? Nee, das ist hier, weil sie momentan sehr kokett ist oder so. Also, na klar, ich habe ja auch Nacht mit ihr verbracht, ist ja klar. Hier, pass auf. Kokett. Me so horny, me so. Was, hier stinkt oder was? Ja, hey, nur weil sie gekotzt hat oder was, betiert nicht richtig. Nee, weil die Dinger hier schlecht sind. Da kann der noch mal eben aufräumen jetzt da. Wir sind jetzt zusammen. Ich bin Gast hier. Ja, und du hast auch keine eigenen Möbel. Du bist überall zu Gast. Das stimmt eigentlich. Hä? Wo ist der Teller hin? Hat sie den in den Betal gestellt? Hä? Lass ihn mal wieder vögeln und danach einen Heiratsantrag. So, warte mal eben. Ich würde mich doch nicht gegen wehren. Zusammen ein Gericht nehmen. Ja, genau. Er soll jetzt auch was essen. Er isst doch mal was. Ich dachte, das Essen ist schlecht. Nein, aber die Nudeln doch nicht. Die Nudeln hat sie gerade gemacht und die sind auch noch, was stand da? Feinschmecker. Ach, klickst du mir einfach weg, oder was? Ja, weil ich mit dir zusammen... Du sollst jetzt auch endlich was fressen. Du, weil ich mit dir zusammen... Du bist schon so ein bisschen Melle. Du genießt unsere gemeinsame Beziehung schon sehr, wenn ich das sagen darf, ne? Ja. Zum Essen rufen. Boah, die Brüste hängen jetzt aber schon so ein bisschen, ne? Meinst du? Aha. Hm. Und so kann eigentlich auch mal ein bisschen dazukommen. Guck mal, der hat Hunger und muss schlafen. Sind sie Vögel? Wo gehst du hin? Am Computer, ist doch klar! Das musst du, glaube ich, ja. Ja, sicher! Erstmal Krömer trainieren machen jetzt. Wir sind ja zusammen, ich mach bei dir Krömer trainieren und streamen. Nee, du isst jetzt auch endlich mal was, sonst fällt's ja vom Fleisch. Richtig. Hast du direkt mal die letzte Portion genommen, was nicht richtig mit dir? Die dickste auch, guck mal, wie du voll mein Teller isst. Melle isst für zwei. Mir schmeckt's. So, was ist mit dem Heiratsantrag, Papa? Melle muss erstmal duschen. Du willst doch keine stinkende Frau heiraten. Oder? Aber wo ist denn, ach so, Hygiene. Okay. Aber muss man dafür nicht draußen diesen komischen Hochzeitsbogen aufstellen, denn? Ich weiß nicht. Ich habe noch keine Hochzeit gefeiert. Ich glaube ja. Was? Mann, du wirst es gleich. Das musst du erst machen, wenn du die Party machst. Aber das ist Bullshit, was du machst. Hey, was war das denn? Aber das ist Bullshit, lass es. Aber ich will trotzdem, dass wir hier Luftballons und Banner hinhängen. Meinst du nicht? Ist ja noch gar nicht so weit. Das machen wir in der letzten Folge. Okay, okay. Nein, ich hab's verkauft, ich bin so doof. High five! Das liegt alles so ein bisschen an meinem. Er ist so geil in seinem Outfit, so einfach. Ja, ich würde bald ganz viel Geld verdienen. Ich bin bald Streamer. Oh, Frank ist da. Ich bin für befördert! Agent im Außendienst. Kann er jetzt den Tisch benutzen? Was? Ah, stimmt. Den muss er echt mal. So, Franco. Franco. Irgendwas muss man machen. Django. Kann man den nicht mal anklicken? Nee, vielleicht steht er auch einfach kacke. Wie dreht man noch? Achso. Nope. Ich sag dir, das ist Deko. Deko. Das ist, glaube ich, einfach so ein normaler Tisch, wie so ein Computer. Guck mal, Bonzo finde ich auch geil. Siehst du das? Und ich bin auch ein bisschen angekommen. Natürlich, Taddy. Was hat sie gesagt? Das ist ein Schreibtisch. Ja. Da kann Bonzo seine Geräte draufstellen. Ja, das ist ein Schreibtisch, das war mir schon klar. Nee, das war dir nicht klar. Doch klar, das ist ein Tisch. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, man kann jetzt irgendwas super Geheimes und sowas machen.
Wollen wir den austauschen? Nein, wollen wir nicht. Okay. Wer schläft denn da? Ach, Franco. Franco ist sehr, sehr müde. Wo ist meine Tropfen? Oh, Alter, ist die fett. Boah! Die Dusche ist fett geworden. Ja. Und zockt jetzt mal eine Runde. Oh, guck mal, Bonzo findet dich richtig geil. Ja, klar. Aber fühlt sich unwohl. Wir müssen heiraten, bevor das Kind kommt. Ja, los jetzt. Und Bonzo muss in der Zeit Spiele spielen. Bonzo ist müde. Lass ihn mal pennen. Guck mal seine Energie an. Hat er denn auch so ein Hochzeitsoutfit an? So ein echtes? Also ein Brautkleid? Ich habe auch noch nicht geheiratet. Ewige Liebe erklären. Was hast du gemacht? Heiratsantrag machen. Jawohl. Jetzt wieder mal gespannt. Großaufnahme bitte. Schnell. Woher? Du stehst auch dafür. Ich bin nett, ne? Oh, wie romantisch! Ich bin begeistert! Oh! Traumhafte Plopp, kommt ein Kind raus. Hast du gerade Techtelmechtel gemacht? Ja. Gib mir deine Faust noch ein Techtelmechtel! Willst du mich heiraten? Ja, lass uns ficken. Aber Franco ist im Bett. Na und? Warte, stopp, er ist in eurem Bett. Ja, sonst verpissen. Schnell aufstehen. Raus da! Oh, Herr Bonzo freut sich. Hihi. Aufräumen. Einduschen. Die Reste essen. Guck mal, er ist fast tot. Hä, wieso macht er denn jetzt keine Liebe? Hochzeitsfeierplan. Sofort durchbrennen mit Steve. Steve macht erstmal ein paar Liegestütze. Schon mal, wie männlich. Schon mal aufs Poppen vorbereiten. Hä? Ich komm schon mal warm. Ich kann nicht mehr mit dir vögeln. Doch, da. So, ich bin in Form. Aber geil, dass ihr vorher erstmal zu Bonzo gegangen ist. Bonzo, darf ich bitte mit meinem Freund schlafen? Ja, okay, das. Steve ist inspiriert. Er ist nicht mehr nur der Freund, er ist jetzt der Verlobte. Ach, das stimmt. Ich bin der Verlobte. Ja, jetzt gehen wir bügeln, ja! Ja, bügeln! Wie das klappt, mit so einem Bauch? Na, du musst halt vorsichtig sein. Vielleicht sitzt sie oben oder so. Und ab geht die Post! Ab geht die Post! Oh, Alter, wie wild wir sind, ey! Ja, da ist immer der Move, da frage ich mich mal noch, was das ist. I got the moves like Jagger. Oh, guck mal, wie sie hat. Oh, guck mal, wie eine Nähmaschine. Hä, hab ich da gerade ihre Füße gesehen? Guck mal, oh, Alter, ey. Wie lange das dauert, ne? Da sehen wir mal, wie realistisch Tali mich nachgebaut hat, du. Ich kann da eine Stunde. Ihr macht immer den Wurm da drin, ey. Ja, ja, haben alles durchprobiert. Alles durchprobiert. Oh, Bonzo muss echt schlafen. Bonzo muss pennen. Und pullern. Okay. Vielleicht erst pullern und dann. Warte, wir gucken erstmal. Karriere? Genau. Oh, ich finde die Steine ziemlich cool, ey. Ja. Ja, du nicht so, ne? Ja. Er hat 4 Stunden voll. Warum springt Männer denn direkt wieder auf? Ja, die hatte, ich glaube, das war diesmal nicht so gut. Das war voll gut und voll lang, Mann. Cool wäre es, wenn... So, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Mach Hochzeitfeierplan nochmal. Mein Ziel kommt jetzt die fette, fette Party. Ja, geil. Na klar. Okay. Du kannst natürlich auch sofort durchbrennen. Nee, sie ist schwanger. Ist echt so, oh, du haust einfach ab, während sie dir einen Heirats... Bleib hier, ich will die Hochzeit planen. Ich muss weg, keinen Bock mehr. Ich hab mein Techtelmechtel verheult, ich bin weg. Hallo. Zieh noch hinterher. Ich bin hier, ich will meine Hochzeit planen. Und ich, kein Bock, ich bin müde, gerade schön. Bomba, ich brauche ein paar Proteine jetzt. Aber die Schwangere. Er ist weg. Oh. Wo ist er jetzt hin? Erstmal sie ist schwanger, also erstmal aufräumen. Ja, er ist jetzt halt. So, Bonzo Pet, wo ist Franco? Da. Pennt auch. Was ist das denn? Vor allem ist es 19 Uhr, oder? Und alle am Pennen, ey. Aber Franco ist doch fit eigentlich. Guck mal die Energie an. Franco ist eigentlich fit. Da. Na gut, es geht. Geht. Nur ein bisschen stinkig ist er. Aber weißt du was? Was? Das reicht. Ja. Weil er nimmt lieber nochmal danach eine Energie. Okay, nochmal hier, Caliente. Alter, das Bett, ne, das muss so triefen, ey. Hier ist jeden Tag 5er drin Vögel, ne. In unterschiedlichen Kombinationen, ey. Einladen, hier abzuhängen. So, da, guck mal, die eine ist Nina Caliente, die andere ist Katrina Caliente. Und mit Bella hat er, glaube ich, auch noch nichts. Nee, Bella ist, glaube ich, in einer Beziehung, oder? War das so? War Bella? Nee, Nancy war in einer Beziehung. Wollen wir das trotzdem ausprobieren? Ja, klar, komm, gib mir ein Ghetto Force auf Bella auch noch flachen. So, warte mal, aber. Kann man das rauskriegen, Tali, irgendwie, ob sie in einer Beziehung ist oder nicht? Wir fragen, ob Sim Single ist. Genau so. So, aber wir lass sie mal das sauber machen. Ja, macht sie schon. Aber wir gucken noch mal eben, ob Melle... ein anderes Familienmitglied, was er vögeln kann? Wie bitte? Sie noch ein anderes Familienmitglied, was Franco vögeln kann? Kannst Tali einladen. Du kannst auch Daniel einladen, sehe ich gerade. Ich meine, soll Franco die bumsen oder was? Das ist ja ein bisschen...
Ach, ich weiß, ich dachte, es geht, da oben ist Melle, deshalb. Ja, ich dachte gerade, weil, guck mal, Frankos Freundeskreis besteht irgendwie aus allen seinen Fickbeziehungen und Ralf. Und Ralf. So. Und ich hatte gehofft, dass einer von uns ja? noch andere Leute kennt, mit der er denn mal nochmal. Was ist denn mit Elise Spencer Kim? Da guckt sie dir doch mal an. Ja. Aber das müssen wir in der nächsten Folge schauen, oh, wie Franco den noch so kennenlernen kann. Ich glaube, Franco zieht heute Nacht nochmal los. Sehen wir morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao.